Da bist du ja, Nero. Das ist die Stelle, die Ordelia meinte. Wenn ich mir die Felsen so angucke, müsste auf der anderen Seite eine Höhle sein. Und so wie meine Schultermuskeln pochen, ist da auch ein Schatz in der Nähe. Dadurch also. Den Hammer hast du immer noch. Ich kann nicht mehr lesen. Es ist vorbei. Nein, für mich ist es Abend, weil gerade Arbeit vorbei. Ah, so, dann wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt eine schöne... Ich bin langsam müde. Ich krieg nichts mehr zusammen. Einen schönen Feierabend. So, jetzt aber. Wenn die eine Hirnhälfte schon schläft. Auf viel Stream schauen zur Top 10. Ja, könntest du auf jeden Fall ein paar einholen. Schätze ich mal. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt wurde ich vergiftet. Und schon wieder vergiftet. Was soll denn die Scheiße? Das war so nicht geplant. Ich habe keine Lust, gegen die Monster zu kämpfen. Die vergiften mich nur. Aber ich hätte gern Fackeln. Zur Wegmarkierung. Wo sind meine Fackeln? Mein Beutel wird immer voller. Spiel zu zweit spielen. Es gibt einen Online-Modus, da kann man auf einer Insel irgendwie zusammenbauen. Die Story jetzt nicht, aber es gibt einen Online-Modus, gibt es irgendwie. Da kann man dann irgendwie zusammenbauen irgendwas. Auf einer Insel. Je nachdem, auf welche Insel man geht. So. Ich weiß nicht, warum ich hier immer nichts sehe. Das finde ich immer sehr lustig. Jumper hat auch ganz schön viele Stunden schon gesammelt. Interessant. Was ist das denn? Habe ich jetzt endlich einen Tempel entdeckt? Wo sind wir denn hier gelandet? Das ist ja gigantisch. Das ist ein uralter Tempel, den der Erbauer geschaffen hat, der vor Ewigkeiten auf diese Insel gekommen ist. Es heißt, ein Erdbeben hätte ihn hier unten begraben. Sieh mal an, vielleicht war dieser Erbauer derselbe, von dem unser haariger Einsiedlerfreund auf dem Eiland des Erwachens erzählt hat. Aber eins ist klar, noch haben die Kinder Hagons den Tempel nicht in Schutt und Asche gelegt. Vielleicht wissen sie nicht mal, dass er hier ist. Tja, das muss die Stelle sein, die Ordelia meint. Vielleicht ist die andere Hälfte der Flöte irgendwo da drin. Schnatterklapper, ihr wollt doch nicht ernsthaft da reingehen, oder? Ich habe solche Angst, meine Brustmuskeln bibbern wie verrückt. Ich dachte, deine Muskeln zucken nur, wenn Schätze in der Nähe sind. Naja, wenn du wirklich Angst hast, solltest du vielleicht hierbleiben. Du würdest uns nur aufhalten. Ja, gute Idee. Ihr könnt das alles sowieso besser als ich. Ihr findet das Flötenfragment sicher auch ohne mich. Während ihr euch da drin von Geistern, Ghulen und Gott weiß was jagen lasst, räume ich mal den Tunneleingang auf. Wir haben echt das reinste Chaos hinterlassen. Bis denn. Ja, tschüss. Angsthase, du. Wow, das ist ja wirklich gigantisch. Ach du Scheiße. Cool, ich bin oft hier zumindest im Log, wenn ich nebenbei lerne. Ja. Das freut mich auch sehr. Selbst wenn man nur lurkt, also ist ja trotzdem anwesend sein. Achso, und dann baut man da zusammen, aber keine Quest zusammen. Nur so bauen und Monster töten. Also den Story-Modus macht man allein. Also es ist nur für eine Person. Und ansonsten zusammen baut man nur, ohne Monster einfach. Ich glaube ohne Monster. Sven, weißt du da mehr Bescheid als ich? Ich glaube nur, dass man dann... Oh, wow.
Geht echt tief runter. Dass man einfach nur zusammen auf einer Insel kreativ sein kann, was man bauen möchte halt. Da gibt es jetzt auch so, da gibt's auch einen Season Pass, da kannst du dann noch mehr Sachen dir runterladen. Ich würde doch lieber mit dir euch schreiben, weil dann komme ich in. Komme ich real life zu nichts. Alles gut, Jumper. Alles gut. Mach so, wie du es am besten, wie es dir am besten passt. Hab keinen Plan, Liz. Supersprünge! Woo! Also das, was ich gesehen habe, ist halt, dass man zusammenspielen kann. Auf einer Insel, man kriegt dann eine Insel so, sozusagen, wo du dich dann frei ausleben kannst, dann könnt ihr zusammenbauen. Aber Story leider nicht mit Questaufgaben. Was ist denn für eine Person vorgesehen? Alter, die Musik! Oh, ich liebe so eine Musik, so diese ägyptisch Style Musik. Oh, mir gefällt's. Siehst du die Statuen auf der anderen Seite? Sieht aus, als ob zwei davon fehlen. Findest du das nicht seltsam? Ich schätze, die Statuen sind irgendwo in den Ruinen versteckt. Wenn wir sie finden und zurück auf ihren Sockel stellen, öffnet das vielleicht die Tür zu einem zu einer geheimen Schatzkammer oder so. Alter, ich finde die Musik voll geil. Die Tür ist offen, mal sehen, was da drin ist. Totenkopf, das heißt, die geht noch nicht auf. Wenn Berührungen verboten sind, was soll uns dann bewegen? Den roten Stein hol her geschwind, ihn auf das Blau zu legen. Berühren ist nicht erlaubt, aber ich habe doch geduscht. Und was genau sollen wir herholen? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Auf dem Schild stand etwas von einem roten Stein und einem blauen Feld. Fällt dir was ein, Nero? Schlüssel habe ich nicht. Ach. Okay, wartet mal. Na toll, das wollte ich jetzt nicht. Mann, bin ich klug. Die Rätsel sind manchmal sehr komisch irgendwie. Vielleicht passt ja eine Tür da drüben. Komm schon, Nero. Geh mir weiter und schauen wir, ob wir eine der Statuen finden können. Klug. Ja? Kann ich das klauen? Schade. Oh. Bitte? Schade. Boah, wer hat denn das gebaut? Das sieht mega geil aus. Mm-hmm.
So, hier war ich schon. Zack. Oh lol. Gab's das nicht in Final Fantasy auch immer so eine komische Truhe? Oder verwechsel ich das Spiel gerade? Also in Dragon Quest allgemein gab es immer diese Truhen. Gab es nicht woanders auch so eine komischen Truhen? Kann hier leider nichts mitnehmen, schade. Ich glaube, ich würde das ganze Schloss bzw. Ruine auseinandernehmen und mir alles in den Nagel reißen. Oh ja! Ich habe das Fallgitter! Geil, damit kann ich in meinen Keller. Ich meine, kann damit schöne Dinge tun. Oh, nice. Dark Souls. Ja. Das ist immer fies mit den Thronen. Dann denkst du, da ist so ein schöner Schatz drin und dann wirst du angegriffen. Widerlich. Wer auf die Idee kam, der gehört geschlagen. Oder so ein Rätsel. Jetzt werde ich bestimmt nicht klug sein. Oh wow, das war ja doch einfacher als gedacht. Warum muss ich an Aladdin gerade denken? Ja, das würde vom Setting her auch passen. Und die Musik ist halt, ich finde die Musik voll geil. Bin dann auch mal im Bettchen. Mach nicht mehr zu lang. Ich gebe mir Mühe. Dankeschön, Chris. Und schlaf schön. Und danke fürs Reinschauen. Komm runter hier. Ich will dich klauen. Aber den Wolf. Oh nein, das ist schon ein Lied. Oh nein. Ich hab schon so angefangen. Oh Gott. Okay. Knapp. Wird schon anfangen. Mist! Genau diese Lieder, ne? Irgendwann kriege ich dich. Ich habe Angst. Irgendwie glaube ich das auch langsam. War der Typ immer in den Kisten Dungeons platziert und dem es angekotzt hat, dass sich alle über den Billigloot beschweren. Ja. Scheiße. Mann, ist der stark. Und noch einen Schlüssel bekommen. Noch ein Schlüssel? Was? Der sieht etwas anders aus als der Rest. Ich frage mich, welche Tür er öffnet. Ich hab's. Er muss für den beim Eingang sein. Ein goldener Schlüssel für ein goldenes Schloss. Das würde Sinn ergeben, oder? Und jetzt, da wir eine Statue haben, kann nur noch eine übrig sein, die wir finden müssen. Also los, finden wir sie.
Steckt die jetzt da oben fest? Nein, doch nicht. Ich hab schon... Wo bin ich, verdammte Axt? Boah, das sind aber viele. Wahrscheinlich freitags, ganz früh morgens, wenn du schon langsam unachtsam wirst. Ja. Wer weiß. Ein Eisenschild. Wir leben. Juhu. Ach, ich hätte ihn auch so mitnehmen können. Ja, toll. Und ich trage den so umständlich. Wo zur Hölle bin ich hier? So eine Kiste. Das ist bestimmt ein Monster. Noch ein Schlüssel. Und da ist noch eine. Das ist jetzt ein Monster. Pass auf, das ist ein Thronmonster. Seht ihr immer, wenn ich das sage, passiert nichts, weil mich das Spiel hasst. No. Wo zur Hölle bin ich? Ja, diese Truhen, die Truhen kenne ich. Die waren auch immer besonders stark, glaube ich. Ah, die Musik. Oh, ich kann nicht aufhören zu summen. Die Musik hat es mir angetan. Nein, 40 Minuten ist ja schon wieder 2 Uhr. Ja, ich mache pünktlich Schluss um 2 Uhr. Damit ihr Bescheid wisst. Ich bin für heute mal raus. Ich wünsche euch noch viel Spaß und eine gute Nacht. Hoffentlich ist es nicht allzu warm bei euch. Hm? Ist ganz kalt, Ben. Danke. Schlaf schön. Danke, dass du da warst. Träum was Schönes. Und bis vielleicht Freitag oder so. Also bis morgen sogar schon. Also. Was? Ich kann nicht mehr lesen. Danke für den Follow. Ich kann nicht mehr vorlesen. Oh Gott. Ich kann echt nicht mehr vorlesen, das ist ganz schlimm. Also in 5 Stunden 20 Minuten muss ich weg. Hältst du noch so lange durch, oder wie? Nee, hätte ich nicht. Ich bin doch jetzt schon müde, ich kann ja nicht mal mehr vorlesen. Alles cool. Nee, Entschuldigung. Ich habe sowieso immer meine Probleme mit dem Namen vorlesen. Wie geht's dir denn? Ich hoffe, fitter als ich. So, hier mache ich mal eine Statue hin. Ja, so nicht. Die muss schon richtig rauf. Oh, das ist eine Kiste, aber da werde ich nicht rankommen. Da. Er drückt mich die ganze Zeit. So, hier komme ich aber noch nicht hin, wegen der Kiste. Die ist, da ist noch ein Totenkopf drin. Soweit, so gut. Ich hoffe, es geht selbst auch ganz in Ordnung. Abgesehen von der Hitze, also mein Zimmer, ich habe
ist ziemlich warm, wie im Backofen. Und dass ich langsam müde bin, Ich bin eigentlich die ganze Zeit schon müde. Es wird nur gerade etwas schlimmer. Aber sonst geht's mir gut. Sonst ist alles gut. Könnte ruhig ein bisschen kälter sein. Würde ich damit auch besser klarkommen. Ist doch erst kurz vor 1:30. In Reykjavik. Ja, toll. Da wohne ich aber nicht. Nee, ab so einem gewissen Punkt, wenn ich müde bin, kriegt ihr eine verwirrte Liz. Ihr kennt die ja schon. Die sabbert dann irgendwann. Da sind zwei Kisten. Eins davon ist bestimmt ein Monster. Hundertprozentig. Ich verwette meine linke Socke drauf. Was ist denn jetzt los? Schöne Falle. Sehr schön. Ich kann mich nicht mehr da rauswerfen. Ich habe zwar reagiert, aber... Haben wir eine andere Liz als die? Ja, habt ihr. Ganz selten mal eine andere. Die ist viel cooler. Schöne Schwerter. Ich brauche Wasserschlüssel. Also bist du immer müde. Ja, bin ich wirklich. Da wir den Welpen jetzt haben, der hält mich auch sehr oft auf Trab. Und sehr früh sogar. Ah ja, klar. Welchem Land? Deutschland. Ich bin nur immer müde. Kommt jetzt vielleicht komisch rüber. Als ob ich woanders wohnen würde. Ja, das stimmt. Übertreib's nur gerade wieder. Wie lange streame ich schon wieder? Wartet mal. In 2 Minuten sind es 9 Stunden. Wow. Wow. Warum hält mich denn niemand auf? Warum sagt ihr nicht, Liz, geh mal jetzt ins Bettchen? Deine armen Augenringe. Die bekommen schon Augenringe. War ich jetzt hier? Ja, ne? Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht wieder runterfalle. Warum sollten wir? Mach weiter, liebes Fräulein. Ja, ist ja stimmt. Warum sollte ich euch auch fragen? Kommt ja mal genau das, was ich nicht lesen möchte. Gut. Hat mir auch geklärt. So, da wollte ich aber nicht hin. Wo ist denn jetzt die... Hä, wo ist denn jetzt... Der Raum, wo ich hin wollte. Was ist das denn? Das Ding ist hart wie... Naja, Stein. Wow. Das erinnert mich an irgendein Pokémon, was ich immer gehasst habe. Das ist wirklich sehr hart. Und sauer. Jetzt, was beziehungsweise macht... Bloß weiter! Dreistellige Stundenzahlen sind Minimum. Wow. Wie soll ich denn den besiegen? Machen wirklich nur ein Damage. Oder null.
und ich schlafe. Gute Nacht. Liz, du siehst aus, als würde dir der Schönheitsschlaf fehlen. Geh dich mal schminken. Danke. Nimm doch mal den Hammer. Nee, Teamwork macht sich besser bezahlt hier. Wenn wir noch mehr Steinmonster treffen, solltest du das mit deinem Hammer erledigen können. Ja, sehr gut. Mann, ja. Ist gut, okay. Du brauchst jetzt nichts mehr sagen. Anscheinend ist diese Tür auch verschlossen. Der Schlüssel ist sicher in einer dieser Truhen. Wer auch immer hier das Sagen hat, sollte mal die Sicherheitsmaßnahmen überdenken. Ja, ja, ich... Ja, ja. Was sage ich denn? Das, was ich tun soll. Bin ich so der Hammertyp, ne? Was okay sagt, ja. Mhm. Ihr mich auch. Was denn schon wieder hier? Ja. Kann ich mal mitnehmen? Drachenknochen, das kannte ich vom ersten Teil, ne? So, wo muss jetzt was hin? Das muss darüber. Das mit dem Wasser hier. Du bist nicht so der Hammertyp. Hast du jetzt gesagt? Ja. Ich benutze halt nicht gern den Hammer. Sondern das andere lange Ding da, das Schwert. Aber gut, ich gehe dann auch mal noch 5 Stunden schlafen. Laguna, ich danke dir fürs wieder dabei sein. Träum was Schönes, schlaf schön. Ne? Man liest sich bestimmt mal wieder. Hallo Yume! Mensch, du bist auch noch wach? Na? Ist fit bei dir? Aber ich muss das hier irgendwie mal ein bisschen zumachen. So. Kannst jetzt für dich allein sprudeln. Achso, wegen dem Wasser hier, ne? Allein schlafen und hab heute 10 Stunden Schule, sonst geht es mir gut und dir. Oh, das ist nicht schön, dass du nicht schlafen kannst. Dann drücke ich die Daumen, dass es vielleicht trotzdem noch irgendwie bald noch klappt, damit du wenigstens noch etwas Schlaf hast. Mir geht's ansonsten gut, aber auch langsam müde. Und mein Zimmer ist wie so ein Backofen. Will auch schlafen, aber immer wenn ich das mache, verpasse ich hier krasse Sachen. Okay, du kannst ruhig pennen gehen, du verpasst hier nichts. Was soll jetzt um 3.33 Uhr passieren? Außer, dass schlaflose Menschen herkommen.
Und sich uns anschließen. Den Seelenlosen. Ja. Hab gerade was gebaut, das aussieht, als hätte es Tentakel. Spielst du auch gerade, Sven? Wenn du nicht durchmachst, mag ich euch nicht. Was? Hilfe? Warum? Fliegen! Warte, ich brauche mal 3 Jahre, bis ich hier mal raus bin. Außer, dass es 3.33 Uhr ist. Jetzt steigt die Party! Wuhu! 10k Mann-Rate, wie letztes Mal. Das war einmalig. Du denkst nicht ernsthaft, dass das nochmal passiert. Es war zwar schön, dieses Gefühl mal zu haben, ganz oben auf der Liste zu sein. Ganz oben auf der Liste der Zuschauer. Achso, ja, ich hab's ja geschafft. So. Oh, was sind denn das für komische... Kehrt um! Jetzt sei nicht so ein Angsthase, Nero. Wir sollten jetzt nicht umkehren, sondern weitergehen. Ich habe das nicht gesagt. Dass wir uns doch bloß Angst einjagen. Wir ignorieren es einfach und hoffen das Beste, ja? Hier kriegst du Wasser. Kehrt um! Und dann sagt der Nächste das und der Nächste. Ja, vorhin vor 4 Stunden habe ich noch einen Follow gekriegt. Ich habe den gar nicht mitbekommen. Oh. Du musst bald aufstehen. Ja. Oh, wow. Ich bemühe mich hier und dann kommen diese komischen Statuen. Ist klar. Achso, mein Hammer. Wow, die Ziege mit den leuchtenden Händen. Die Truhe ist aufgegangen. Mal gucken, was da drin ist. Da ist bestimmt jetzt die andere Hälfte drin. Denk nur an all die Rätsel, die wir lösen mussten und an die Statuen, die wir zerschlagen mussten, damit sie sich öffnet. Darin muss etwas absolut Fabelhaftes sein. Kann man das Rätsel nennen, was wir machen mussten? Nun ja... So, Blütenfragment. Klaus, danke fürs Dabeisein. Schlaf schön und träum was Schönes. Man liest sich oder sieht sich irgendwo im Nirgendwo oder so. Schlaf schön. Und eine Tentakelziege. Aber warum sollte jemand sich so viel Mühe machen, nur um eine halbe alberne Flöte zu verstecken? Weil wir jetzt eine ganze haben. Doof, Kopf. Wir wurden mit Absicht irgendwie geteilt. Vielleicht stimmen die Gerüchte. Vielleicht kannst du das Ding wirklich benutzen, um Gold zu finden. Komm schon, wir gehen zur Siedlung zurück und zeigen es Goldbröckchen. Aber wo ist denn das jetzt mit den 2 Kisten, wo ich runtergefallen bin? Ich kann das nicht akzeptieren, dass ich ohne die Kisten jetzt hier abhaue.